Oh. Ah! Alter, dass du das geschafft hast, Deko, Alter. Was? Hilfe! Digga, ich bin immer noch am Start, ich lebe noch. Ja, ich bin direkt hinter dir. Was geht, meine Freunde, und ein herzlich willkommen. Heute wird's richtig hardcore. Wir haben hier nämlich eine Map von Anime-Fan. Für mich gibt es eine 20-Minuten-Luck-Challenge. Für Kev eine Skill-Challenge von 30 Minuten und Deko 40 Minuten Pech-Challenge. Hört sich nicht gut an, Deko. Ratzmutschatschos, und Mr. Grau, ich würde sagen, ich mache richtig easy hier die 10-Minuten-Challenge raus, Alter. Alter, hochgestuft, 10-Minuten-Challenge, oh, no, Teilgas. Hallöchen! Challenge, easy. Hey, Marvin! Seid ihr bereit, rasiert zu werden? Hey, das kann nicht sein! Und ich Kev macht die 80-Minuten-Challenge. 80-Minuten-Challenge? Alter, nein. Bin gespannt, was hier auf mich zukommt. Direkt hinter dir. Ich glaube, man darf sich einfach null stressen lassen. Richtig. Ja, alles easy. Alles, ja, lass dir nicht alles absolut easy. Es wird. Lass dir nicht stressen, Kev. Der alte Mann, der braucht Ruhe. First. Bro, ich fahr an die Pelle nachher, weißt du, da bin ich sicher. Ich bin als letzter Montag unterwegs. Ich habe euch ja extra vorgelassen. Gib mir Calls. Oh, fick dich. Nein, ich hab's nicht geschafft, hochzuziehen. Shit. Oh. Alter, dass du das geschafft hast, Deko, Alter. Was? Hilfe! Digga, ich bin immer noch am Start, ich lebe noch! Ja, ich bin direkt hinter dir! Und hier ist der Punkt! Ja! Respekt! Alter, was, seid ihr alle durch, Deko, oder was? Ja! Alter! Wow! Immer noch warm werden, weißt du? Ich hab mein, ein bisschen lucky. Ich hab meinen Kaffee noch nicht getrunken, das ist das Problem. Alter. Ich glaube auch. Achso, das ist. Ich hab meinen Kaffee noch nicht getrunken! Nein! Alter! Hä, du bist doch durch! Aber zu kurz! Ich hab's gerade noch gesehen, aber ich bin nicht richtig durchgekommen. So, let's go! Was kommt denn da auf, Jungs? Was kommt denn da? Kev, das kriegst du hin! Da kommt so ein bisschen Baustellen-Scheiße und you know. Hier mein Höschen. Anime-Fan, ich fand übrigens die Stelle beim Fahren, wo ich die Baustelle durch musste, vorher noch die Pylone ist. Den fand ich assi. Was kommt jetzt? Alter, der war richtig hart. Was kommt da hatte ich richtig Schiss, weil ich das Ding durchfahren musste und ich weiß nicht genau, am Ende welche Stellen Digga kaputt gehen und wo sie nicht kaputt gehen. Ich hab eigentlich gehofft, dass du da scheiterst, Deko. Langsam. Ja, hallo, Freunde! Nein, nein, hallo! Deko ist durch! Da kommt echt noch einer! Hast du kein Gas gegeben, Deko? Ich muss den kompletten Speed mitnehmen und den nächsten Torsprung machen. Nein! Ich war nicht annähernd schnell genug, um den zweiten Torsprung zu schaffen gerade. Alter, ein Double Toast oder was? Mit Luck schaff ich eine geile Socke! Das finde ich geil! Alter, der war ja mal richtig lassen. Dass da einfach direkt noch einer kommt. Und ich war. Hab ich abgebremst? Ich hab gar nicht abgebremst zwischendurch. Ich bin gerade echt am Überlegen, wie war das nochmal? Wie gewinnt man mehr Höhe? Indem man weniger oder noch weiter? Ich hab keine Ahnung, Digga. Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich hab das schon zu lang nicht mehr gemacht. Wenn du. Je früher du wieder Num 5 drückst, desto. Höher fliegst du. Desto höher fliegt man? Ja. Okay. Ja. Alter, muss ich aber. Guck mal, Deko kennt die Regeln hier. Deko kennt's. Ja, hat auch nie geklappt da vorne. Ich war schon einmal durch, ja? Ah, Mr. Kinschnabel. Alter, ey, das ist ja. Und das muss man zweimal machen. Ja. Nein, der zweite ist kein Bremsentorsprung. Ach so, wollte gerade sagen, weil das ist. Ach so. Das ist echt heftig, wenn das zweimal wäre. Das ist aber skillig. Ich weiß aber nicht, was ich gemacht habe, weil ich war wirklich nicht annähernd schnell genug, um den zweiten Torsprung zu schaffen. Nein! Okay. Und eigentlich kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie groß abgebremst habe. Ey, aber Deko, ne? Wollt ihr einen Tipp haben? Ey, ist Anime-Fan First Try durch, oder was? Nein, ich bin gerade erst durchgefahren zum ersten Mal. First Try, Alter. Noch eine Spirale drehen? Nein, einfach anhalten, ganz zurückfahren und dann von hinten aus Vollgas geben, das reicht. Also ganz hinten anfahren? Man kann in der Tube anhalten und dann anfahren. Ich sowas nicht hatte. Ich wusste nicht, dass ich nur anhalten muss und zurückfahren kann. Hä, aber warum ist man denn dann schneller? So voll unlogisch, als wenn man den Speed mitnimmt. Nein, du springst, wie du springst zu weit und landest in der Kuhle drin. Das heißt, da verlierst du extrem Speed. Ach so, okay. Zu hoch! Oh. Das fand ich jetzt eine unfaire Info, Anime-Fan. Aber, Deko, wenn es dich beruhigt, ich denke jetzt eine Annäherungsmine vor dem Punkt hier unten hin. Digga, heute auch nicht rum, du Muschi, ey. Was ist denn mit dir? Ja, Digga! Deko? Das Ding Second Try, dann wäre ich durch gewesen, hätte ich Info gehabt. Dann mach's doch jetzt nochmal, easy. Alter Anime-Fan! Du musst Anlauf nehmen, seitlich und dann runterfahren, die Tube. Ich bin perfekt durch und bin aber nicht ganz vorne an der. Man muss wirklich sogar zurückfahren. Oder du landest perfekt in der Tube drin. Durch.
Oh! Scheiße! Aber Deko? Oh nee. Deko, du hast jetzt die Wahl. Soll ich eine Annäherungsmine vorm Punkt legen oder nicht? Deko hat! Deko hat! Deko hat! Ich kann das einfach nicht. Das ist so mein Kryptonit. Ich kann einfach diese komischen Sprünge nicht. Da war ein Tick zu schnell. Ey, ich hab von ganz hinten Anspruch genommen. Ja. Und hab's nicht durchgeschafft. Ich bin minimal oben angestoßen. Aber ich bin perfekt durchgekommen, Deko, mit meiner Strategie. Please, Alter! Digga, ich bin doch richtig einmal durchgekommen. Noch einmal bin ich durchgekommen. Okay. Ich hab zweimal geschafft, da reinzukommen. Ja, fahr weiter, Freunde. Ein einziges Mal. Gib mir Tipps, wie das geht, Alter. Das ist so random bei mir. Also, du musst, Marvin, ich sehe, du lenkst viel nach links und rechts. Sollst du nicht machen. Einfach gerade fahren. Oh. Ja, das ist noch nicht so das Ding. Also, es ist nicht Marvin. Der Tipp von denen ist auch ein bisschen zweideutig, wenn man es nicht weiß. Das Ding ist, es kommt nicht drauf an, wie früh du Numpad 5 drückst. Es kommt auf den Winkel an, wie du auf dem Speed aufkommst. Okay, also dann Numpad 5 drückst. Weil wenn du schon vorher Numpad 5 drückst, dann ist es falsch. Ah, okay. Du drückst erst Numpad 5, sobald du den Speed, also sozusagen an der Haube hast. Ah, okay. Du kannst dich davor ja auswinden, so. Please! Und so kannst du ja dann, je nachdem, wenn du dich weiter nach vorne lehnst, dann fliegst du, glaube ich, höher, glaube ich. Ja, gut, und je weiter nach hinten, desto weiter. Dann musst du aber dann den perfekten Winkel finden. Ja, Bremsensprünge sind schon heftig. Du hast bestimmt schon vorher gedrückt, Mann. Oh! Ja, ich hab Marvin hat während der Bremse schon gedrückt. Okay, ja, das war ein sehr guter Tipp. Das freut mich, das freut mich. Komm mal. Du kriegst mir 5 Euro. Okay, überwiesen. Überwiesen ist ja so geil. So, let's go. Alter, Digga, viel bessere Tries. Da! Kammer. Wieso komm ich nochmal zu hoch? Wie war das denn? Kammer. Anime-Fan, weißt du das? Was? Wieso komme ich zu hoch beim Bremssprung? Was muss ich dann machen? Und dann möchte ich drückst du zu früh die Numpads. Scheiße, war das ich knapp? Mehr nach hinten lehnen oder mehr nach vorne? Ich würde mich noch mehr nach vorne lehnen. Noch mehr nach vorne? Jetzt habe ich auch noch Windschatten von Deko aus dem Weg. Windschatten kann ich sein, habe ich ausgeschaltet, Kev. Ah, sehr gut. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich noch Windschatten. Oh, nee. Hab ich auch gewundert. Okay. Ich verstehe. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ey, das ist echt knifflig. Also wirklich knifflig. Ja. Auch wenn es nur einer ist. Dich, Kev. Junge, hier ist eine Bremse, Alter. Nein, fast durch. Oh, Mann. Oh, das wäre so schön gewesen. Ganz leicht hingeknallt. Alter, war das close. Das gibt's doch nicht. Oh, warum tust du das? Töstchen. Gerlinda mag euch heute nicht. Nee, Gerlinda ohne Bremse. Hallo, mich hat's heute schon zweimal durchgelassen. Alter, richtiges Flittchen. Das Ding ist, Deko, Gerlinda hat schon jeden einmal durchgelassen, außer Marvin. Ja. Ja. Oh. Der Ehemann. Ehemann-Style! Ich bin auch durch, aber nur gegen die Wand geklärt. So halb. Ja, bist ja nicht. Okay, wir wollen. Ich war durch. Nein! Ja, au! Alter, ey, ich bin wieder ganz Deko. Knapp mit dem Dach angeeckt. Ja, ist jetzt auch zweimal bei mir passiert. Was macht man dann? Was hat man da falsch gemacht? Ja, das ist verkackt. Falscher Winkel einfach. Okay. Falscher Winkel einfach. Wenn du irgendwo anstößt, hast du verkackt. Nein! Okay. Ohne Anecken. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Das war wieder so close. Hey, Junge, was? Fehler, Ursache. Die ganze Zeit ineinander. Digga! Kev regt mich richtig auf, Alter. Gleichzeitig! Oh. Gleich! Eieiei. Ich seh nix! Together. Digga, Kev, ich seh nix! Junge. Hör auf, Kev. Ich bin aber so nah an dir dran, Alter. Ich beug mich nach vorne. Ich seh nur auf Kevs Auto. Oh, das ist schön. Ich hab nicht einmal die Bremsen gesehen. Geh weg, Junge! Alter, ich finde diese Bremsensprünge so hart. Ich fahre den härtesten Hardcore-Ballrad, aber diese Bremse auf komme ich gar nicht klar. Oh, das ist so haarscharf die ganze Zeit! Das ist so haarscharf! Das Ding ist, man müsste hier mal so analytisch dran gehen und mal wirklich gucken, wie man da hin muss, um da durchzukommen und sowas, damit man das mal drin hat und checkt. Also, das ist halt einfach schwierig. Es ist wirklich einfach schwierig, immer den Winkel auch richtig einzuschätzen. Ich fahre halt die ganze Zeit nur und mach das einfach und irgendwann komme ich durch. Nice! Lass ihn durch! Sauber! Ich hoffe, ich schaffe es danach direkt. Jetzt bin ich hier noch nach 20 Minuten. Superstar. Alter. Ich fand den zweiten jetzt einfach richtig assi, Alter. Ja. Er ist da, mein Boss, da steht schon mal die Krone mit der Post los. Er ist da. Krieg schon mal die Krone mit der Post. Alter. Du bist, wenn dann, der Bremsspurkönig. Alter, der bin ich auf jeden Fall. Ja! Ich hab's geschafft. Nice. Der Digga, wenn ich diesmal König? Den scheiß Toast nicht mein schaffe, ne, dann ist das die nächste Folge, wo ich alter Vierer, Alter.
Ach, hallo Deko, ruhig bleiben. Alter. Also, ja, aber der Torsprung ist eigentlich relativ entspannt. Ah! Alter! Nice, Deko ist auch! Haarscharf hab ich's geschafft! Ah, Deko, da bist du aber nicht der Bremsspurkönig, ne? Nee, der ist nicht ganz entspannt, Marvin, darfst du mich nicht nach ganz hinten fahren in der Runde. Ja, ja, genau, was? Das hab ich auch nicht gemacht. Okay. Also, ich hab ganz hinten angelaufen genommen, Deko. Nee, also ich bin nach ganz hinten wirklich gefahren, da wo auch, also wirklich mit Rädern am Rand hinten. Und bin halt oben dann gegen das Dach gestoßen. Alter Falter, ich muss erstmal durchkommen, das wird ja noch wahrscheinlich ein paar Minuten dauern. Nein. Warum? Okay, Anime-Fan ist kein bisschen weiter als ihr. Ich stehe einen Punkt vorm Ziel. Oh, okay. Okay, dann nehme ich alles zurück. Dann nehme ich natürlich alles zurück. Okay, ah. Ich glaube, ich habe einen Fehler hier die ganze Zeit gemacht. Okay, ich muss da rüber jumpen, nehme ich an. Alter, mal drei Punkte. Ich habe einen Punkt vom Ziel. Na, kannst du deine Bestzeit schlagen? Wobei man sagen muss, das ist ja nicht Losers und Kefirs Map-Erbau, sondern das ist eher einfach Hardcore-Map. Ganz ehrlich, das ist wirklich eine Hardcore-Map. Ich sage Hardcore-Losers und Kef rasieren. Junge, sag der, der das gebaut hat und 100-mal getestet hat. Wie oft bist du die gefahren? Sagen wir so, ich hab die nicht getestet, Kev. Ich hab den Test übersprungen. Na klar. Ist so. Nein! Kann ich. Nein! Wo muss man hin am Ende? Aussortiere, Alter. Wo muss man hin am Ende? Ja, naja, aber also ich finde, man sieht schon ziemlich gut den Vorteil, wenn man die Map selber gebaut hat, Alter. Und mein Vorteil ist, ich spiel die Sprung-Maps, da trainiert man unheimlich dein Skill. Anime-Fan, ja, okay. Ich hätte doch nach oben springen Anime müssen. Anime-Fan, wie viele Aussortierer kommen da, du Assi? Willst du mich verarschen? Sind nur drei Stück insgesamt gewesen, Kev. Ich hab's, Junge! Baby hat es! Nice! Leute, darf ich den Postbund noch schaffen? Hallo? Mabossa? Hi, Marvel, darfst du nicht mehr, ciao. Hallo? So. Dicke. Ich geb weiter Gas. Irgendwie so. Ich geb Gas. Ich will deine Mama. Bro-Technik, erkennt sie. Alter, wenn ich das nicht first try schaffe, dann bin ich wieder 10 Minuten dran. Junge, ich bin richtig gut drauf. Daddy ist gut drauf. Das freut mich. Die Maus. Ihr habt den nächsten Punkt. Nice, Deko, wir sind wirklich gut drauf. Wow. Anime-Fan, du bist jetzt vom Ziel, Alter. Oder wie? Ich sage einfach nur... Erster Platz, richtig verdient! Wow. Das ist ja auch du vergewaltigst mich auch damit. Ich hab gehört, du stehst drauf, Deko. Wie klappt der Scheiß denn hier? Hallo? Anime-Fan, kannst du mich jetzt teachen? Alter, wie soll man denn da rückwärts wenden? Das ist ja gar keine durchgängige Tube. Hallo? Warte, ich komm mal zu dir, Kev. Nein, auf das Auto erstmal gucken, Daddy. Guck auf das Wrack, Deko. Also ich zum ersten Mal sowas, Alter. Eine neue Technik, die ich gesehen habe online. Geil, oder? Anime-Fan? Ja? Ich brauche jetzt einmal eine Schulung, was Torsprung angeht. Deko! Hier. Geduld! Gedulde dich! Also Deko, ich bin ins Vollgas gefahren übrigens, nur so als Info. Also Torsprung kann man dir ja nicht helfen, das ist einfach nur ein bisschen Skill-Sache beim Bremssprung. Ey, Anime-Fan, du musst mir unbedingt sagen, wie ich lenken soll. Ich verstehe das Rückwärtsfahren nicht. Warte. Wie soll ich denn tippeln. So schnell rauskommen? Tippeln. Du musst erstmal dich drehen und... Nein! Boah, ich fahr rückwärts zum ersten Mal, ich seh nichts. Alter. Nein. Yo, ich bin irgendwo noch... Ganz ehrlich, wie soll ich denn rückwärts fahren, ohne nach hinten gucken zu können? Mit der Maus. Mit der Maus würde ich arbeiten. Ja. Danke für den Tipp, Alter. Weil ich habe das mit einer Analogstick gemacht, deswegen. Wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht, noch nie. Ja. Kev, da musst du. Das ist ein einziges Mal in meinem Leben bisher. Oh, ey. Nicht, das ist, Alter. Nein, deswegen ja. Kev, du musst auf der Etage. Hier musst du dich umdrehen. Fahr erstmal in Ruhe im Kreis. Guck dir, wo die Lücke ist, Kev. Fahr in Ruhe im Kreis erstmal tippeln. Guck erstmal, wo die Lücke ist. Ja! Oh, ich hab endlich durchgeschaut. Und die. Alter! Junge, dieses Rückwärtslenken ist ja richtig. Ich fahr jetzt einfach mal ab. Ja, da musst du voll aufpassen. Und Kev, ich geb den Tipp an der Stelle, Kev. Fahr im Kreis, guck, wie die Lücke ist. Du musst direkt nach der Lücke hoch. Du musst drei Etagen hochfahren mit dem Auto. Ja, das hab ich schon gesehen. Ich bin da noch vorwärts hochgefahren. Mhm. Und dann in die Bremse rein. Oh, danke, Alter. Oh. Alter, das ist ja heftig hier. Aber Leute, ich bin endlich wieder weitergekommen. Oh, küsst meine Arschlöcher. Mein Arschloch, sorry. Oh. Ist schon geil, Kev, oder?
Ich weiß halt nicht, was ich hier jetzt lenken soll, damit er nicht überdreht. Also ich glaube, da müssen wir hier Glück haben, dass wir ohne Lenken quasi schon richtig ausgerichtet sind. Hä? Alter, was ist das denn? Eine sehr schwierige Stelle hier. Okay, rückwärts fahren jetzt bei dem Scheiß. Boah, ich fahre rückwärts, Nico. Ja, ich weiß nicht, warte, da bist du. Junge, guck, ey, ich habe noch nicht mal was gedrückt oder überdreht einfach. Das ist so krank. Ja, rückwärts fahren ist schon heftig. Wie funktioniert ja dieses Rückwärtsfahren auf diesen komischen zwei gelben Strichen? Du hast so eine Anleitung da. Guck mal, ich weiß nicht, an wie fern du mir gerade zuguckt hast, aber... Doch, du bist knapp darunter durchgefahren. Eine Autolänge höher, du wärst drauf gewesen. Ja, aber ich kann halt nicht so fein lenken an der Maus-und-Tastatur. Ich bin halt so, ich hätte mich sofort überdreht. Ja, genau. Eintippen ist das halt... Das ist halt das Problem an Maus und Tastatur. Ja, das ist also, nämlich... Oh. Ansonsten geht's eigentlich, aber im Rückwärtsfahren ist es halt echt ekelhaft. Ja, das ist nämlich das Ding. Marvin, meintest du nicht, man kann mit Maus lenken? Ja, das haben wir damals mal gemacht. Das hat Deko eigentlich perfektioniert. Ja, wie geht Deko? Das mit Maus? Wieso gibt mir keiner einen Tipp? Deko, zwei Spiralen und dann muss man Wallride gerade fahren. Ja, Marvin, sag. Du musst erstmal deine DPI hardcore runterstellen und dann rechts gedrückt halten. Dann kannst du lenken. Aber mit Rechtsklick lenkt man auch. Ja. Wow, und den Tipp gibt mir keiner? Digga. Also ich kann es nicht geben. Deko, das macht es aber nicht großartig leichter. Kev, das macht es nicht großartig leichter. Du kannst versuchen, aber das macht es nicht leichter. Aber Deko, wenn du einmal den Winkel der Spirale hast, musst du eigentlich nicht mehr lenken. Der fällt eigentlich gerade auch zu die Spirale hoch. Deko, Digga, aber ich bin gerade wirklich, ich bin schon die Spirale hochgefahren, hab mich dann an der Spirale überdreht, weil ich einmal lenken musste. Danke, dass du mir konsequent Tipp gibst. Deko, lenkst du jetzt mit Maus oder nicht? Nein! Aber Deko, hast gehört? Zwei Spiralen und dann kommt Wallride. Zwei Spiralen und dann gerade. Lol, ich war zu hoch! Rückwärts fahren. Ja. Ich war zu hoch. Und Deko, wenn du die Tube siehst, direkt umdrehen, du musst vorwärts in die Tube reinkommen. Umdrehen und erstmal gerade fahren, Kreis. Fahr erstmal langsam und guck erstmal an, wie es weitergeht. Oh. Die offene Tube musst du einfach nach ganz unten fahren und da jetzt ein Wallride, der weitergeht, ja, aber schnell. Aber das Ding ist, ich sehe jetzt hier nichts. Muss ich einfach nur runterfahren jetzt? Oder ja, was? Drei Taschen runter, wenn du die Lücke siehst. Der Wallride. Und schnell, sonst rutscht vom Wallride ab. Oh. Alter, ohne die Tipps von Anime fände ich das hier auf jeden Fall nicht First Try geschafft. Oh. Und. Also ohne die Richtungsangaben, meine ich jetzt. Ja. Aber ihr schafft, Digga. Oh. Weiter geht's, Alter. Weiter geht's. Oh. Ich muss hier auch wieder umdrehen, oder was? Ja. Mit dem Aussortierer oben. Okay. Aber ich bin mir sehr sicher, in den nächsten 1-2 Tries werde ich das hinbekommen. Ich hab extra abgebrochen. Alter, Kev kam da plötzlich aus dem Niemandsland rückwärts. Aber eigentlich müsstest du so gut gewohnt sein, Marvin. Du hast schon mit mehreren Sprung gespielt. Ja, aber Digga, das ist schon ein paar Wochen her. Seitdem habe ich das nicht mehr angerührt. Ja, mein Vorteil ist, ich spiele einmal die Woche in der Sprung-Map. Ich spiele die Reihe momentan durch. Weißt du, wie man dann trainiert ist? Das glaube ich. Mittwochs machen wir immer Sprung-Map, ich und Ares. Und jetzt vollbremsen schon mal. Und dann langsam tippeln, Depot. Langsam tippeln. Ja. Wunderbar. Und jetzt wieder hochfahren, Deko. Okay. Langsam, guck erst an, wo die Ausfahrt ist. Aber so ein Teil hier haben wir noch nie in der Map gespielt. Aber ich find's cool. Und Vollgas fahren, Deko, weil sonst rutschst du ab. Oh, scheiße! Eieiei. Oh, so, bin schon zweimal rausgeflogen. Beide Male war ich zu hoch. Wow, Deko. Warte, Monster aufmachen. Ich hab's aber auch die ganze Zeit Sensei Anime-Fan bei dir. Ja doch, das stimmt. Aber, also, ich muss auf jeden Fall sagen, Sensei Anime-Fan sollte bei euch da helfen, wenn ihr bei dem Spirale rückwärts hochfahren seid. Weil da wäre ich auf jeden Fall ohne Tipps von ihm, wann ich was machen muss, wie ich da hinfahren muss und so, nicht weitergekommen. Na, Kev war gerade im 5 Euro drin, aber der hat den Wallride nicht hinbekommen, leider. Ja, okay. Wusste nicht, ich bin da reingefahren, ich wusste nicht, was kommt. Aber okay, wir versuchen es. Danke dir für den neunten Tipp. Da habe ich damals nämlich die Sprungmap gemacht mit dem Bumper und das war geil, Alter. Ja, das hat der Deko jetzt vor sich. Ja, ich habe die Bumper, ich habe das schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe es noch nie selber gemacht. Und ich sehe viel lieber als vorwärts. Vorwärts ist es falsch. Oh, ihr müsst euch umdrehen, rückwärts dagegen fahren und dann ist ein schöner Katapulteffekt. Okay, Baby. Make it aber wenigstens habt ihr gelernt, wie man umdreht. Deko jetzt First 3, wunderbar. Ja,
Also umdrehen habe ich jetzt gar kein Problem damit. Nee, ich auch nicht. Ja, wenn man einmal die Technik kann, wie ich es gesagt habe, dann... Ja. Okay, ich kam jetzt, ich muss nach oben, glaube ich, oder? Ja. Nee, nach unten. Oben! Unten kommst du her! Scheiße! Oh, ficken Arsch! Oh, meine Herren. Oh, ist das ärgerlich, ey. Da! Ich hab jetzt gerade mit Eier abgekniffen, Alter. Lauf jetzt blau an und fallen ab. Aber ich die Deko sehe. Was für ein Trotzel, Alter! Ja, schon so ein bisschen. Auch wenn du mich schon wieder vergewaltigt hast. Ja. Ah! Aber ich kann auch mal... Warte, damit Deko auch zufrieden ist. Sehr nice, Anime Fan, sehr nice. Oh. Sehr nice, Anime Fan, sehr nice. So, wer war jetzt original? Ja. Digga, war das so eine Gruppenvergewaltigung hier? Oh, jetzt muss wieder rückwärts unterwegs. Jetzt sind wir wieder ganz unten angekommen, Schatz. Jetzt sind wir ganz wieder unten. Komm schon, Alter, komm schon. Okay, dann chill ich hier meine Runden, warte. Ist bei uns 10 Grad. Nice. Finally, well played. Alter! Bam! Warte, was kommt jetzt? Ich muss erstmal mal diesen Punkt einsammeln. Bevor ich Mango des Todes abfalle. Ich wollte sagen, Deko, freust du dich zu früh? Mango? Mango! Oh! Oh! Da ist das Ziel! Oh. Ihr habt's geschafft! Komm, Deko, fahr nicht rein! Nein. Rein Alter. Nicht reinfahren, Deko! Nicht rein. Und was jetzt? Also ich bin da erstmal gefahren und hab gerufen, wo die Ausfahrt unten ist. Und dann bin ich direkt runtergefahren, wenn die Mauer kommt. Ja genau, und dann so, jetzt bin ich hier beim Warride. Das geht nicht. Das habe ich schon so häufig gemacht. Wenn du den gängst, darfst du auch keinen Gas geben. Dann überdreht er. Du musst genau lenken und dann erst wieder Gas geben. Das ist ein Millimeterfenster. Ach so, das ist der gleiche... Das ist Gas der gleiche geben, Warride oder was? Siehst du, Griff? Alter, das ist ja ein Legit-Tipp! Was denn? Wow! Ich hätte sie ja schon früher gegeben, aber du warst so oft genug gemutet, tut mir leid. Das ist absolut unmöglich. Ich hab mich gerettet und steig einfach raus, ey. Wow. Aber jetzt können wir ja rückwärts fahren, ne? Ja. Und jetzt rückwärts gegen Aussortiere und dann bist du richtig für den Wallride, Kev. LOL! Geil, oder? Alter, das ist natürlich eine geile Technik. Jetzt, wo man es gelernt hat, geht klar, aber das... Und das... Also ohne zu wissen, mit dem Ausrichten... Wie gesagt, ich hab da 20 Tries oder so. Immer einen Rechtsklipp in Kev, du musst andersrum ausfahren unten. Was? Ja. Und wenn du ganz unten bist, bremsen und dann lass Auto langsam ausrichten. Nach rechts rum ausrichten. Jetzt bremsen und ausrichten langsam. Was? Alter, was ist das für Technik? Und jetzt wieder nach oben fahren. Vorsprung durch. Boah, man braucht ja echt die ganze Tube fast. Ja. Was jetzt? Jetzt musst du wieder nach oben fahren, bis da, wo die Lücke ist, dass ich eine Ausfahrt. Ein ganz dünnes Teil. Also ganz oben? Nein, nicht ganz oben. Direkt mal, wo die offene Tube wieder beginnt. Fahr nach oben, wo die Tube beginnt. Muss ich gar nicht. Achso, ich dachte, ich muss das ganz oben. Nein, nicht da ganz oben. Jetzt hier siehst du gleich die Ausfahrt. Jetzt in dem Moment. Ah, danke schön. Und relativ zügig, weil sonst fällst du runter. Ey, das ist... Mit dem Coaching wird's natürlich was. Oh! Ah, Leute! Boah, ich hab mich fast drüber geboostet. Weiß nicht, was jetzt? Ich hoffe einfach... Jetzt ist einfach erstmal nur Wallride bis zum Punkt. Oh, okay. Ich hab den Punkt nur weiter weggesetzt, damit man nicht cheaten kann, Kev. Geht's natürlich, da hat man wieder das alte Sensei-Feeling. Aber ganz ehrlich, im Vergleich zum letzten Ding, das war jetzt First Try, ne? Also komplett. Ja. Im Vergleich zu dem anderen Ding wirklich, also das war wirklich schwierig. So, jetzt Wallride und da ist der Punkt. Oh. Junge. Jetzt nochmal ein bisschen Geländer. Junge, ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Ah, das geht. Beyblade! Hallo! Aber Alter! Jetzt darfst du ein Beyblade-Tor spielen. Ich bin so frustriert, Leute. Ihr könnt auf meinem Gesicht gerade kein Lächeln abgewinnen. Deswegen, ich fahre hier fast alles First Try gerade. Ja. Ich bin gerade noch so frustriert wegen dem einen Punkt. Das hat mich so aufgeregt. Ich hoffe, ihr könnt das einfach verstehen. Schreibt einfach. Ich kann das verstehen. Ich kann verstehen. DJ Hubertus in die Kommentare, wenn ihr es versteht. DJ. Guck, hier sind die Container! Ja. Zwei Container, First Try! So, jetzt habe ich es hier geschafft. Jetzt fahre ich hier. Okay. Digga, was ist mit deinem Motor los? Was ist mit meinem. Oh, okay. Jetzt brauche ich hier kurz Support. Warte, ich gehe mal, komm rüber. Guck bei mir. Ja. Ist das zwei Scheiße nach unten oder wo ist das? Fahr im ruhigen Kreis. Der lädt gerade. Ich habe Black Screen gerade. Ja, alles gut. Ich warte hier. So. Alter. Ja, du musst zwei nach unten. Oh, kann ich auch komplett nach unten fahren und da nochmal einen Kreis drehen? Nein, das geht direkt raus, das ist eine offene Tube. Jetzt runter, ausrichten und Gas geben. Hier, ne? Ja, jetzt? Gas geben, sonst rutschst du ab. Tippel. Ja! Oh!
Marvin hat es! Endlich! Eierkraul! Oh, und hier nach unten, nach oben, wohin? Nach oben. Hallo? Oh, Mama Mia, meine Eier schmilzen, hallo? Oh. Achso, jetzt gehört das Ding, wo du dich rückwärts drehen musst und dann... Richtig. Marvin, fahr doch rückwärts gegen, viel einfacher. Okay, hat ja vorwärts geschafft mit viel Glück, aber... Hier raus, oder? Digga, wo muss ich raus? Den Grau musst du raus. Den Grauen? Der ist noch drei Etagen höher. Da. Ah, okay. Oho! Und jetzt wird er überrascht sein gleich. Jetzt hier einfach nach unten cruisen, oder? Jetzt ist er in der großen offenen Tür. Wo muss ich hin? Rechts rum. Und voll bremsen unten, Marvin, und dann rechts zippeln, damit du dich ausrichtest. Rechts rum. Was? Das ist links rum, Marvin. Digga, ich dreh jetzt einfach, ich mach jetzt. Ah, nee, jetzt hab ich verkackt, ne? Richtig. Warte, Digga, Pro Boss, wer macht das jetzt? Warte. Ah, nein, das wäre falsch gewesen, ne? Richtig. Oh, okay, aber. Warte, ich krieg das hin, Digga. LOL! Wall Ride Flip! Wo ich wusste, wo lang, first try, Alter! Nice! Was? Oh, geil, Alter. Das hat mich so lange gebraucht, ich glaube, eine Viertelstunde habe ich gebraucht für den. Alter, aber das kann ja der Kev, ja. Ich muss echt sagen, also jetzt, ich bin sehr, sehr stolz auf deine Trainingsmap, was ich auch geschafft habe, jetzt die Rückwärtstechnik zu perfektionieren. Alter, so viele Elemente sind jetzt möglich. Ja. Mit diesem komischen Aussortierer, dieser Wechsel, mit diesem Stopper. Nein. Generell rückwärts fahren, einfach nur krank. Das war geil. Aber ich muss sagen, dieser eine Wechsel hat mich so zerstört. Cool. Ich weiß leider noch nicht, wie dieser Kollege da hinten funktioniert. Das habe ich noch nicht verstanden. Abbremsen, dann Richtungswechseln oder... Du fährst quasi einen Mischerwechsler. Senkrecht. Du fährst ja links rum rein. Da musst du eigentlich einmal so ungefähr nach ganz links an den Rand und dann lenkst du wieder rechts rum. Richtig. Und dann droppst du runter, wo das Ding wieder geschlossen ist und da kannst du dich dann ausrichten und fangen und dann fährst du wieder hoch und nimmst den schmalen Ball weit raus. Und jetzt schon mal in die Richtung bleiben, Marvin. Ganz langsam. Du hast alle Zeit der Welt. Jetzt bremsen und nach rechts lenken. Digga, da war ich einfach wieder, da hatte ich wieder einen Gehirnfurz. Sehr gut, der alte Gehirnfurz. Stimmt, wenn man denkt, das ist einfach ein Micha, dann geht das. Okay, wie weit nach oben noch? Wahrscheinlich fahre ich gleich einfach raus. Ich muss sagen, ich habe heute wirklich wieder viel dazugelernt. Und tschüss, Marvin. Achso, einmal drehen. Wieder viel dazugelernt. Ich kann jetzt rückwärts fahren. Kriegen wir hin. Dieser komische Micha-Scheiß hat mir auch sehr gut gefallen. Und was ich aber noch gar nicht kann, ist der Bremssprung. Den werde ich, glaube ich, niemals... Ja, da musst du halt das Timing für finden. Das ist auch bei jedem Bremssprung anders. Das ist halt immer das Problem. Oh! Oh, perfekt! Er ist drauf, Freunde! Ja! Nice! Ey, aber da habt ihr beide das ja so früh geschafft, Alter. Und jetzt mal, Bossa, zerstören und gegenspringen. Es war... wirklich von unten nach oben springen, weil man übertrieben viel Platz hatte. So, fahr ins Ziel, aber Respekt. Ich habe, wie gesagt, sehr, sehr viel dazugelernt. Oh. Aber, ne, man... Boah! Nein! Oh, das wäre doch schön gewesen. Also, ne, man lernt nie aus. Das nächste Mal rasieren wir Anime-Fan richtig schön weg. Wenn es euch weiter zeigt, dann noch eben. Zeig's mit dem Daumen nach oben, schaut auf jeden Fall auch bei Anime-Fan vorbei und bei Kev. Bis dann. Eingau. Hashtag Demolition Deko. Ciao, ciao. Ciao.